Hallo und herzlich willkommen in meinem Atelier. Heute wollte ich mal wieder einen Videobeitrag neben der Staffelei machen. Ich habe jetzt gerade wieder ein bisschen gemalt und mich allgemein heute ein bisschen ins Atelier zurückgezogen und versuche auch gerade, glaube ich, Video Nummer 3 aufzunehmen. Ich habe nur irgendwie, kennt ihr das, wenn man irgendwas ausdrücken will und irgendwie nicht weiß, wie? Also versuchen wir es jetzt einfach nochmal, ansonsten gebe ich es für heute auf und male einfach weiter. Heute ist auch nicht so ganz mein strukturierter Tag, wo wir gerade beim Thema sind. Es geht, was mich jetzt gerade so umtreibt, ist der Begriff oder das, was dahinter steckt, der Begriff strukturelle Gewalt. Ich habe gerade erst einen Beitrag darüber wieder gesehen, was ich auch, ich werde euch was verlinken wieder. Auch wieder ein Interview mit Bertram Stern unter anderem und einer Psychologin sowie einer Lehrerin aus dem Gymnasium, die allerdings ausgestiegen ist. Weiß ich jetzt aber allerdings die Namen nicht von den zwei Damen, die noch mit dabei sind. Aber das könnt ihr ja dann im Video sehen. Ja, strukturelle Gewalt. Was heißt das? Also es ist der Begriff, kommt daher, das wird angenommen, dass Gewalt nicht nur ein Akteur braucht, also jetzt nicht nur sowas wie so eine typische offensichtliche Gewalt stattfindet zwischen einem Täter-Opfer, wo es dann offensichtlich ist, das ist jetzt der, der die Gewalt ausübt und der steckt ein, sondern dass auch Gewalt von einer Gesellschaftsstruktur ausgehen kann, sowie den staatlichen Strukturen. Ja, dann würde ich ja sagen, dass wir gerade im Moment in so einer Welle der strukturellen Gewalt mittendrin sind, und zwar vom staatlichen und gesellschaftlichen her, durch den angeblichen Katastrophenfall, der einige Einschränkungen mit sich gebracht hat für uns, staatlich auferzwungen und mit der Begründung, dass eine Bedrohung der Sicherheit da ist und dass man deswegen für die Sicherheit die Freiheit hergibt, teilweise freiwillig. Und da kommen wir noch zur gesellschaftlichen Struktur. Der große Teil der Gesellschaft stimmt denen ja noch zu, weil man davon ausgeht, dass hier eine Bedrohung stattfindet und die Maßnahmen wie Ausgangsbeschränkungen und Mundschutz während des Einkaufens, so in den öffentlichen Verkehrsmitteln oder was fällt jetzt noch? Ah, ihr wisst ja die ganzen Beschränkungen, die gerade da sind, dass das alles rechtens ist und dadurch, wenn eine Mehrheit der Menschen das für richtig findet, wird es schwer, wenn man da anders denkt und anders auch anders leben möchte. Man hat ja irgendwo ein Recht, dass man sich selber frei entfalten kann. Und gerade im Moment geht es ja gar nicht, weil erst diese Gewalt vom Staat ausgeht, so und so, das sind die Ordnungen. Wenn du dich daran hältst, kommt die Polizei und entweder musst du ein Bußgeld zahlen und schlimmstenfalls, wie auch schon aktuell oft vorgekommen ist, wird man dann auch noch mitgenommen. Also ich habe jetzt gerade auch wieder ein Video gesehen, das war leider nicht bei YouTube, das kann ich jetzt gar nicht verlinken, möchte ich auch gar nicht, es war wirklich extrem heftig, da wurde eine Frau von 4 Polizisten niedergedrückt und mitgenommen und alle haben daneben gestanden mit einem Video, also mit dem Handy und haben es aufgenommen, aber keiner, haben ein paar haben noch gebrüllt und mich hat es gerade wirklich aufgeregt, weil ich habe auch das ganze Video, das war jetzt nicht nur zu sagen, ja, wer weiß, was vorher vorgefallen ist, man hat nur gesehen, es ging darum, dass die Frau wollte nicht ihre Personalien geben, weil sie auch mal wieder gefragt, warum, weil sie hat halt anstatt 1,50 Meter Abstand von nur 1,20 Meter Abstand, glaubst du, ihre Freundin eingehalten, wenn ich das richtig verstanden habe. Und die Relation, dass man dann eine Frau zu dritt niederdrücken will, sie hat dann noch geschrien, sie kriegt keine Luft. Und ich habe irgendwie nicht verstanden, da standen Polizisten, waren es vielleicht 10 bis 20 und da standen ungefähr 100 Passanten zum Schluss. Es war eine Großstadt, ich glaube Dortmund. Und alles, was denen eingefallen ist, die Polizisten zu beschimpfen und Videos zu machen. Das hat mich jetzt irgendwie voll geärgert. Erstens, ja klar, vielleicht schwer jetzt einzuschreiten, dann wären noch mehr Einsatzkräfte gekommen. Aber zumindest hätten sich, ich hätte zum Beispiel noch ein paar Leute dazu gesagt, komm, wir gehen jetzt zusammen zu den Polizisten und nehmen mir zumindest mal die ganzen Dienstnummern auf. Weil im Nachhinein, was die gemacht haben, man hat ja Videos als Beweismittel, war das ja nicht in der Relation, also keine Verhältnismäßigkeit da.
und nicht notwendig, diese Frau auf den Boden zu drücken. Ja, das ist dann auch, wo ich mich frage, was ist da los? Wieso sind wir da so ohnmächtig? Wieso lassen wir uns das so gefallen? Und ja, das macht mich jetzt gerade noch richtig zu schaffen irgendwie. Es fängt ja schon an, ich gehe mal ein bisschen zurück. Gerade bei dem Interview geht es ja viel um das Schulsystem, dass dort strukturelle Gewalt angewandt wird. Und es ist ja nicht nur im Schulsystem, es fängt ja auch schon im Kindergarten an. Ich habe es ja auch bei meinem Sohn jetzt gesehen, dass da gar nicht mehr darum geht, dass ein Kind sich in irgendwo einen Ort frei mit seinen Gleichartigen frei entfalten kann, sondern es wird ja da schon in diese Norm reingepresst und man hat Erwartungen an dieses Kind. Die Erzieherinnen sind so geschult, dass sie Kinder beobachten und die haben so ihr Raster, wie ein Kind zu sein hat, mit 3, mit 4 Jahren oder mit 5 Jahren. Und sie haben es zu fördern. Und wenn es nicht klappt, dann wird das notiert und das Kind wird sozusagen schon kategorisiert. Dieses Kind hat diese Verhaltensauffälligkeit, dieses Kind hat diese Verhaltensauffälligkeit. Es passt nicht in die Norm, in das Schablon des Systems. Und da könnte ich gerade nur kotzen. Das hat aber auch schon in meiner Kindheit, da kann ich mich erinnern, dass ich da als Kind struktureller Gewalt in diesen Systemen, in Kindergarten und Schule ausgesetzt war. Und ich will nicht wissen, es hat sich ja noch verschärft, was wir da auch jetzt gerade im Moment den Kindern antun. Also wir als Erwachsene, wir sollten den Kindern ja Schutzraum bieten, wo sie sich sicher fühlen und sich aufgehoben fühlen, damit sie wie eine kleine Pflanze gedeihen können und sich entfalten. Und was machen wir jetzt? Wir Erwachsene stürzen uns selber ins Chaos und nehmen Dinge hin, die uns einschränken. Und wie erklären wir denn das unseren Kindern gerade? Man hat sie rausgerissen aus ihrem Umfeld und isoliert sie in den Familien. Also sie dürfen ja eigentlich niemanden, wenn sie gerade Geschwister noch haben, haben sie vielleicht noch Glück, aber Einzelkinder, die sind ja komplett isoliert, dürfen nicht auf den Spielplatz. Also die mit den Kindern, das ganz ehrlich, wir haben jetzt gerade hier eine Generation, gerade die kleineren, ist egal welche, also von klein bis Teenager haben jetzt gerade den Raum geschaffen und zugelassen, dass das so viel kaputt geht in diesen Menschen. Ja, also uns Erwachsenen ja auch, aber gerade bei Kindern ist es noch ein bisschen anders. Die nehmen die Situation noch mal anders wahr als wir. Ich kann jetzt als Beispiel eine Geschichte erzählen von mir aus dem Kindergarten. Ich kann es auch nur sehr verschwommen wiedergeben und weiß jetzt nicht, ob es jetzt wirklich die Zusammenhänge ganz und gar stimmen. Also ich vermute, dass es 1986 passiert ist. Da war ich 5 Jahre alt und das ist eine Zeit der Tschernobyl-Katastrophe gewesen sein muss. So habe ich es jetzt mal mir zusammengebastelt. Es ging darum, dass ich im Kindergarten war. Und die Erzieherin mit uns, die haben uns also auf Stühlen gesessen, so eine Gruppe, und die Erzieherin hat mit uns eine Katastrophenübung gemacht. Und da ich als Kind mit 5 Jahren mit Sicherheit noch nicht verstanden habe, was in Tschernobyl passiert ist, selbst wenn man uns irgendwie was erzählt hat, wie sollte ich das dann verstehen mit dem, was ich jetzt gerade bin? Also mit 5 Jahren habe ich noch gar nicht diese Weltzusammenhänge. Das ist noch gar nicht vorhanden und es ist nicht kindgerecht. Und das ist überhaupt nicht menschengerecht, was da passiert ist oder in was wir uns hier reingemanövriert haben. Und dann kommt die Lehrerin, also die Erzieherin, da mit einer Katastrophenschutzübung. Ich versuche mal das wiederzugeben, an was ich mich jetzt erinnere. Es ist bestimmt noch ein bisschen durcheinander. Auf jeden Fall weiß ich, dass sie irgendwas, dass ich immer aus dem Fenster geguckt habe und auf einen grellen Blitz gewartet habe. Also hat mir irgendjemand erzählt, dass wir aufpassen müssen, wenn der grelle Blitz kommt. Sowieso Atombombenabwurf, ich weiß nicht genau. Und wir uns dann auf den Boden werfen müssen und dann alles ganz Schlimmes. So habe ich das empfunden. Also das war mein Empfinden als das, was man erzählt hat. Und dann ist alles ganz schlimm auf der Welt. Also so habe ich es verstanden als Fünfjähriges. So fast krass eigentlich. Und kann aber jetzt auch eine Feuerschutzübung gewesen sein. Aber ich habe auch eine ziemlich starke Fantasie. Aber es muss in die Richtung gegangen sein, weil mit auf dem Boden werden und Blitz, wie soll ich das sonst anders erklärbar sein? Und irgendwie ging es doch darum, wenn wir ins Bad gehen, also vom Kindergarten, wir waren so Toiletten und auch so ein Waschraum, da hat jeder sein eigenes Handtuch gehabt, so ein kleines, so abtrocknen, sollen wir diese Handtücher mit kaltem Wasser besprühen und dann so, glaube ich, aufs Gesicht legen oder über den Mund.
Das sollte irgendwie schützen vor irgendwas. Also das gebe ich jetzt wieder als das, was bei mir angekommen ist. Da sieht man allein schon das. Vielleicht hat die Erzieherin uns was ganz anderes beibringen müssen, wollen, aber hat sich gar nicht in die Kinderwelt reinversetzen können. Und das ist jetzt dabei rausgekommen. Was noch dabei rausgekommen ist, ich weiß nicht, ob ich es vorher schon hatte oder auf jeden Fall, wenn ich es vorher schon hatte, es mit Sicherheit verschlimmert hat, dass ich eine extreme Feuerphobie hatte. Das ging dann so weit, dass keine Kerzen an sein durften. Ich weiß auch, dass zum Beispiel meine Oma einen Gasherd hatte und die hatte mal Wasser auf dem Topf. Ich glaube, Kartoffel wollte sie aufsetzen, hat nur Wasser auf dem Topf und wollte ganz kurz aus der Küche was holen, aus der Waschküche. Es war nochmal ein extra Raum. Und ja, und ich habe als kleiner Wurm irgendwie es geschafft. Meine Oma, die war schon kräftig und rustikal, mit meinem Schrei und meinen Ziehen an ihren Kittel, das so zu verhindern, dass er die Küche verlässt. Solche extreme Panik hatte ich, weil für mich war, also ich weiß noch, das ist vom Gefühl her, dachte ich, wenn Oma jetzt aus der Küche geht, geht die Welt unter. Da sieht man mal, was man mit Kindern machen kann. Also ich habe jetzt Gott sei Dank nicht mehr so eine krasse Feuerphobie. Das Einzige, was passiert, wenn ich jetzt Sirenen höre oder Feuerwehr, ist schon Angst da, aber jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwo in den Busch springe oder so. Sollte halt kein Feuer ausbrechen, ist mir leider Gottes auch schon mal passiert auf Arbeit. Allerdings muss ich sagen, dadurch, dass ich da irgendwie in so ein Programm laufe, war ich die Einzige, die gut reagiert hat. Das hat mir damals noch eine Kollegin danach erzählt. Also ich war die Einzige, die wirklich, sagen wir mal, sofort die Feuerwehr gerufen hat. Also das ist dann so ein, wie soll ich sagen, so ein Überlebensmodus drin. Aber da sieht man, was man also bei Kindern dann jetzt ankommt. Das heißt, die nehmen ja noch nicht das wahr, was, auch wenn selbst wenn wir jetzt aus unseren erwachsenen Worten denen irgendwas erklären, jetzt zu der Situation zurückzukommen, um darauf zurückzukommen, oh, ich und mein Sprachfehler wieder, die nehmen das ja noch mal ganz anders wahr und reimen sich was ganz anderes vielleicht zusammen und das verankert sich im Kopf und da ist, also ist gerade ein Moment, ist ja die Message, also als Kind, ich würde jetzt so verstehen, glaube ich, ich versuche mich jetzt mal reinzuversetzen, ja, das Leben da draußen ist gefährlich, die Natur hat Dinge in sich, die so gefährlich sind, dass wir uns verstecken müssen in unseren Häusern, wir dürfen dann nicht mehr mit den anderen in Kontakt treten, weil auch die sind so gefährlich. Das geht um Leben, um Tod. Und auch ich bin vielleicht eine Gefahr, zum Beispiel, wenn ich etwas in mir trage, was gefährlich ist aus der Natur, also in dem Moment der Virus, dass ich dann andere Menschen gefährden kann, oder meine Oma gefährden kann oder meine Freunde gefährden kann oder meine Eltern gefährden kann. Also, pff, mein Gott, also was machen wir da gerade? Ja, das, ja, also jetzt gerade Moment. Ist die strukturelle Gewalt ziemlich heftig und ist noch so das Kranke daran ist ja, dass man dadurch, dass die Mehrheit das befürwortet, ja, oder dass man auch da in diesem System aufwächst, merkt man ja manchmal, man muss ja mal genau hingucken erst und wieder die Dinge hinterfragen und irgendwie auch wieder zu seinem Bauchgefühl zurückzukommen, weil das sagt dann schon, wenn irgendwas nicht stimmig ist. Also ich merke das zum Beispiel, wenn ich wieder in so ein, wahrscheinlich in so ein Schema reinkomme, wo strukturelle Gewalt wahrscheinlich eine Rolle spielt. Zum Beispiel bin ich ganz schnell, wenn jetzt braucht nur einen Behördenbrief bekommen, da bin ich sofort in so, bin ich wie so ein kleines Kind teilweise, also inzwischen nicht mehr so krass, aber ganz am Anfang war ich so durcheinander, dass ich teilweise die Briefe nicht mehr verstehen konnte, ob ich jetzt nicht, ich bin vielleicht nicht Einstein, aber auch nicht ganz dumm, glaube ich, ich dann nicht mehr die Sätze verstanden habe. Inzwischen habe ich da relativ gut für mich nicht ein Programm, aber für mich eine Strategie entwickelt, wie ich mit solchen Sachen umgehe. Aber das war ja dann auch in dem Moment, bin ich wie auf alte Sachen raufgeklatscht, auf alte Programme. Und ich meine, was ist das weiter als, ist auch eine Art von struktureller Gewalt. Wo man hinguckt. Das nächste ist auch dieses Gesellschaftliche. Wenn etwas, zum Beispiel, wenn man eine andere Einstellung zu etwas hat, nimm mal Impfpflicht, weil das ist ja demnächst mal aktuell. Und wenn die Mehrheit der Menschen auch in ein im näheren Umfeld meinen, das ist gut, dann ist es auch noch das, was jetzt eingeführt, also Impfpflicht, nehmen wir jetzt einmal die Impfpflicht, würde jetzt auf jeden Fall eingeführt werden. Nehmen wir mal an, sagen wir mal 80, 90% meiner näheren Umfeld findet es jetzt gut. Ich aber für mich, für meine Erfahrung, die ich gemacht habe, und es ist mein gutes Recht, eine andere Erfahrung zu machen und demnach mich zu mein Leben einzurichten, möchte das nicht.
Und was ist dann? Ich kann ja, also die anderen fühlen sich ja dann fast schon in, wie soll ich sagen, dadurch, dass es ja jetzt eine Pflicht ist und es wird ja auch erklärt, es ist zum Schutz, weil erst damit die Pandemie dann nicht mehr, sowas nicht mehr vorkommt, dass so viele Menschen sterben. Jetzt fühlen die anderen sich, die das ja sowieso gut finden, impfen sich im Recht. Und in dem Moment, wenn ich dann sage, nee, ich möchte das nicht, ich finde es nicht gut, fühlen die sich ja dann sozusagen bestärkt, in noch zu sagen, hey, du hast Unrecht, weil es ist jetzt hier so, das sind jetzt die Gesetze und so ist das. Du bist ja ein Rebell, du bist ein Querulant, du bist sowieso immer irgendwie durcheinander. Und das ist auch wieder eine Form von einer Art von Gewalt, wenn man sich dann, was soll man da machen? Also man ist ja, also Mensch, wir Menschen sind Gemeinschaftswesen, wir wollen uns vernetzen. Und ja, ich habe ja nur wenige Möglichkeiten. Also ich kann mich selber dann, also mich selber dann sozusagen verleugnen, also das, was in mein Inneres mir sagt. Und damit ich nicht einsam bin und mich den anderen anschließen, aber dann tue ich mir selber Gewalt an, weil ich dann was unterdrücke. Oder ich kann auf meinen Standpunkt bleiben, was jetzt eigentlich eher meins gerade ist, weil ich kann es, das kann ich nicht mehr. Das habe ich lange genug gemacht. Und das macht krank, definitiv. Also das habe ich selber gespürt. Und, aber das Problem ist, wenn ich jetzt hier bleibe bei dem, was ich als meine Erfahrung nehme und das, was ich möchte und ich auch ein gutes Recht darauf habe hier, weil das ist mein Körper, meine Seele und ich darf dann machen, was ich möchte, dann habe ich ja gar keine, den Ber da fehlt der Berührungspunkt zu den anderen und dann bin ich sozusagen nicht mehr in dieser Gemeinschaft drinnen. Und somit leide ich auch wieder irgendwie. Also ist auch wieder eine Art, etwas, was uns trennt voneinander. Und das ist krass. Also ganz wichtig, dass man, glaube ich, jeder Einzelne sich damit beschäftigt. Und ja, man kann es daran sehen, man kann jedes einzelne Ding hernehmen und gucken, ist, beruht es auf dem Prinzip der Nichtgewalt. Also ist hier wirklich alles mit eingebunden und jeder hat seinen Raum zur Entfaltung. Oder ist es wieder, gehört es zum System der Gewalt? Das ist sobald. Wenn es noch so eine kleine Gruppe an Menschen ist, die dadurch komplett in Einschränkungen kommen und nicht mehr ihr Sein leben können, ist relativ schwer, glaube ich. Also da haben wir noch ganz schön was zu tun in den nächsten Jahrhunderten, wenn es uns denn noch so lange gibt. Aber irgendwo müssen wir ja anfangen. Und vielleicht wäre es ganz gut, bei den Kindern anzufangen und uns endlich mal einzugestehen, also nicht als Erwachsener sich hinzustellen, wenn ein Kind sagt, ich möchte nicht in die Schule, hat vielleicht noch irgendwelche Symptome. Also ich weiß, bei mir zum Beispiel war so, ich hatte, glaube ich, viele Jahre, das ist eigentlich, wenn ich heute daran zurückdenke, klar, es gibt in Deutschland die Schulpflicht. Was macht man als Eltern? Da ist man irgendwo ohnmächtig, vor allem in der DDR damals. Auf jeden Fall war es jahrelang so, dass es zur Routine bei mir gehört hat, dass ich früh aufgestanden bin, mir kotzübel war und ich immer eigentlich fast jeden Tag vor Schule brechen musste. Also wirklich, also wenn man sich das heute so denkt, das ist doch nicht wahr, das kann doch nicht möglich sein, dass da nicht andere Wege gibt. Wenn man sieht, dass das Kind das nicht kann und das ist jetzt nicht eine Form von Sprechen. Für mich war das sowieso immer eine Überforderung mit diesen vielen Kindern, die sind alle so laut gewesen und überhaupt. Und ich hatte gar keinen Raum irgendwie. Und ich habe mich auch nicht wirklich gefördert in dem, was ich bin, gefühlt. Also ich habe das eher für mich selber. Ich habe vielleicht eine Lehrerin Kunst, die mich da ein bisschen gesehen hat, dass ich da Talent habe. Und das war dann aber auch nur in der Grundschule. Und das war das einzige Mal, wo dann wirklich jemand versucht hat, mir gesehen hat, dass da ist das Kind, da möchte das Kind gefördert werden. Hier also auf meine, wie heißt das? Das Wort, wenn ich wieder in meine Bedürfnisse eingegangen ist. Also sonst, ich weiß auch, dass dann zum Beispiel eine andere Lehrerin gesagt hat, die dann, es hat sich dann rumgesprochen, ja, diese Monat Talent zu malen, dann kam entweder die Mathe- oder Chemielehrerin oder irgendjemand dann dazu. Ja, ich habe jetzt gerade mit der Kunstlehrerin geredet. Ja, Mensch, wenn du doch nur auch in Mathe so viel dich einbringen könntest wie im Kunstunterricht. Was soll man da noch sagen? Was willst du? Also sind schon, kommen wir, also wenn ich darüber nachdenke, Schulsystem, da kommt so vieles hoch. Und wie wäre es jetzt nicht als Erwachsener anfangen, sich mal hinzugucken, wie wir auch dieser Gewalt ausgesetzt waren? Natürlich jeder auf eine andere Art. Also
Manche haben, es gibt vielleicht auch Menschen, denen das gut tut, diese Struktur. Dann ist es ja aber dem Moment keine Wahl. Die dürfen ja dann freiwillig da sich hinsetzen in diesen Kasten und jede Stunde ein anderes Fach durchnehmen und auswendig lernen. Aber der Rest wird dem ausgesetzt, ja. Und da wäre es als Erwachsener ein Anfang für die Kinder. Also die können noch nicht selber. Wir sind dafür da, dass sie in einen Schutzraum aufwachsen können, dass man anfängt, neue Bedingungen zu schaffen. Und das nicht einfach wegfegt, sagt, ja, da musst du jetzt durch, da mussten wir alle durch, es tut dir gut, du brauchst es für deine spätere Zukunft. Und nee, da müssen wir auch mal wieder uns dann wieder hinterfragen. Vor allem, wenn ich mir jetzt gerade im Moment auch die Situation angucke oder auch meinetwegen vor 2, 3 Jahren, das Schulsystem ist ja nicht, wird auf irgendwas vorbereitet, was eigentlich gar nicht mehr möglich ist. Also wir sind ja gerade, ich habe schon so oft auch in meinen Texten, die ich schreibe oder allgemein, weise ich immer wieder rum, dass ein Fortschritt in dieser Fortschrittsgesellschaft eigentlich nicht eine ewige Zukunft hat. Und ich glaube, dass das sogar nicht erst in 200 Jahren zusammenbricht, sondern eher relativ, vielleicht erleben wir es jetzt noch oder wir erleben es gerade im Moment sogar. Es wackelt auf jeden Fall. Ich meine, was wird jetzt behauptet, dass die Wirtschaft kriselt wegen der Pandemie, die gerade angeblich hier uns überfallen hat? Aber ist das vielleicht auch so ein bisschen ein Vorwand, der vorgeschoben wurde, um zu vertuschen, dass es ja vorher schon gewackelt hat, dass das System jetzt einfach nicht mehr funktioniert? Und es ist ja pervers dann, also Kinder zu drillen, damit sie weiter also wieder in dieses System zu pressen, was eh nicht war, funktioniert für sie, als wenn die erwachsen sind. Also da müssten wir jetzt mal da wenigstens anfangen und auch bei sich selber denn oder auch schauen, sich selber hinterfragen, ob man jetzt vielleicht, wenn man sich irgendwie, sage ich jetzt, in Recht fühlt, auf andere irgendwas abdrückt und das funktioniert auch nicht. Also ist auch mit uns gelegen, wie gehen wir mit den anderen um? Also oder auch dieses, was mich auch jetzt gerade stört, wieder ist ganz oft schon wieder gewesen. So eine Debatten wie, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwas mal gepostet habe und dann war das meinetwegen einer aus der linken Ecke oder aus der rechten Ecke. Ich mache da mal nicht so viel Unterschied. Ich gucke mir den Inhalt an und entweder es ist jetzt was für mich stimmig ist oder nicht. Und dann, ja, das ist aber jetzt eine rechte Quelle aus der rechten Ecke und dann ist da, ja, ist gut, aber ich meine, ich bin weder links noch rechts, ich bin meistens, laufe ich geradeaus, außer ich habe gerade zu viel Cider getrunken. Das ist dann so, ja, das ist auch schon wieder was wir vielleicht mal überwinden sollten. Und natürlich gibt es da, ich habe gerade neulich ein Doku gesehen, da ging es über Rechtsradikalität, also wirkliche, ich habe es selber erlebt in ehemaligen DDR, wir hatten schon viele diese sogenannten Neonazis, also die hatten aber nichts wirklich was Politisches an sich, sondern einfach nur was Gewaltiges. Also das waren eigentlich auch nur arme Würstchen, die irgendwie ein Selbstwertproblem hatten und gepöbelt haben, gesoffen und auf andere reingeschlagen haben, weil sie selber ohnmächtig und aggressiv und wütend, warum auch immer waren, auch wieder ein Ausdruck des kaputten Systems. Ne? Das hat aber nichts mit einer politischen Einstellung zu tun, meiner Meinung nach. Also das, was ich erlebt habe, waren einfach nur gewaltbereite Idioten. Gibt es auch in der linken Szene übrigens. Also wenn ich so an Hamburg denke, ich glaube, wann war das vor? War es vor 5 Jahren sowas? 4 Jahren? Also was ich da beobachtet habe mit diesen brennenden Autos und das alles, mache ich keinen Unterschied. Für mich ist das einfach nur asozial, scheiße. Es ist mir dann wirklich egal, aus welcher Ecke es kommt. Ja, das ist auch so ein Thema. Ja, was auch noch ein Thema ist, wofür ich jetzt noch einen extra Beitrag vorbereiten werde, ist dieses Arzt-Patienten-Verhältnis. Da habe ich jetzt persönlich noch mal etwas erlebt, was mich auch bis hier oben stand und darüber werde ich einen extra Beitrag machen. Also es geht auch um meinen ehemaligen Hausarzt, den ich hier nicht beim Namen nenne und auch in dem Video nicht. Und es auch so irgendwie deichseln wäre, dass nicht erkennbar wäre, wer diese Person ist. Mir ist es nun mal irgendwie ein Bedürfnis, mal an diesem Beispiel zu zeigen, wie dieses
diese ja, verdeckte Gewalt funktioniert und wie man sehr man aufpassen muss, dass man da nicht reingerät, auch nicht als Täter. Also es geht auch relativ schnell. Man merkt es nicht, weil man meint, man tut was Gutes und man ist im Recht, weil man diese Position bekommen hat. Das sind in dem Fall die Ärzte. Das ist ein ganz schwieriges Thema und sehr vielfältig. Und das werde ich als nächstes machen, weil ich sehe, ich laber jetzt schon wieder so lang. Also, machen wir jetzt mal einen Cut rein. Ihr seht, ich bin gut weitergekommen. Ich will jetzt noch ein bisschen malen. Ich merke langsam wird es wieder besser. Ich hatte gerade so einen Down, jetzt geht es wieder ein bisschen hoch. War ganz gut, das mal zu besprechen. Ich glaube, jetzt habe ich so ein bisschen mich klar ausdrücken können. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ciao.